Jo, da sind wir wieder zurück. Letzte Folge haben wir diese Festung hier angegriffen und radieren erstmal das Volk aus. Und somit ist es das Ende der Sachsen. Es tut mir leid, ich war der Endangriff, die Vernichtung der Sachsen habe ich hier herbeigeführt. Alles klar. Gut, die machen wir hier mal in die Festung. Nee, neben der Festung am besten. Da sind wir auch vorgerusht, wunderbar. Reparieren, okay. Würde ich mal sagen, wir saven hier nochmal kurz. Und gehen in die nächste Runde. Die Einnahmen stimmen auch wieder, wunderbar. Ui. Was haben wir denn hier Schönes? Vicus Franci hat einiges gebaut. Der Thronsaal ist auch fertig, das heißt, wir könnten hier mal, was haben wir denn hier alles? Okay, wir könnten hier mal, ja, was könnten wir denn hier mal? Machen lieber mal eine Steinmauer, falls wir da angegriffen werden. Hier könnten wir fortbilden und Schützenplatz, auf jeden Fall. Da ist der Übungsplatz fertig, das heißt, wir könnten hier auch Bogenschützen rekrutieren, wunderbar. Ravenna ist die Taverne zu Ende. Der Rest ist eigentlich ziemlich gut ausgebaut, außer die Bogenschützen wieder. Okay, was haben wir da noch Schönes? Repariert. Nur repariert. Wunderbar. Ja, der Tod geht um. Das ist weniger toll. Aber wenigstens können wir hier mal fortbilden. Gut. Was ist denn hier Schönes dabei? Das ist ein guter Hain. Können wir weiter ausbauen, glaube ich, oder? Aber wir bauen hier erstmal einen Aufmarschplatz. So, und unsere zweite Armee kann mal da ein bisschen die Gegend unsicher machen. Und dann werden wir mal gucken, was wir da machen als nächstes, ne? Hier machen wir noch fleißig Bogenschützen. Machen wir noch eine Kaff. Ui, was haben wir denn da Schönes hier? Ui. Das fängt ja schon gut an hier. Machen wir das mal kurz automatisch. Weil ich mich jetzt auf andere Schlachten vorbereiten will. Wie zum Beispiel Britannien oder unsere westliche Front. Ah, dieser Tod geht um, das nervt ein bisschen gerade. Das nervt ein bisschen. Aber hier können wir noch einige zusammenführen. Das ist sehr gut. Dann bleibt uns, glaube ich, einiges erspart. So rum. Zeig jetzt mal, wie es jetzt aussieht. Ja, schon viel besser. Könnten wir sogar noch eine Einheit dazu nehmen. Wunderbar. Bauen wir hier ein Gildehaus. Bevölkerungswachstum. Ey, wir bauen hier fleißig aus. Können wir eigentlich mal machen, ja. Waffenschmiede kam bestimmt nicht Schaden. Hier oben. Ja. Ein heiliger Hain. Und der Rest ist nur. Oh! Da war gerade was Cooles. Das habe ich jetzt leider weggedrückt. Ist Vollpfosten. So, wir könnten hier aber auch mal eine. Was ist das denn hier? Also, das kannst du hier nicht mehr gebrauchen. Wir könnten aber hier mal. Hier soll es noch eine Festung geben, ne? Hier müsste es noch irgendwo eine Festung geben. Wir rücken hier jetzt mal in den Westen vor. Und könnten auch die Brücke da saven. Wunderbar.
So, oh, da ist eine Fäustigarmee. Okay, Bauern, das ist natürlich nicht so dramatisch. Bogenschützen auf jeden Fall. Ja, das müssen wir halt immer warten. Das ist ein bisschen mühsam, aber ich muss sagen, wir stellen hier mal eine Armee zusammen. Noch ein paar Bogenschützen. Und werden da mal ein bisschen diese komischen Römer und Romano-Briten auflösen. Ansonsten hier im Osten könnten wir eigentlich auch weiter vorrücken. Und uns mal vielleicht um die Römer da unten kümmern. Und dann würde ich sagen, nächste Runde geht es mal ein bisschen mit Action los hier. Kann nicht wahr sein, ohne Schlachten und so hier. Let's go! Oh! Ach du heilige Scheiße. Die Horden kommen. Yes, es Gott, die Burgunder. Wie stark sind die? Eieiei, der Herr, jetzt werden wir. Das haben wir ein Problem. Sie können uns überall überrennen hier. Das können wir bestimmt halten. Aber machen wir hier noch Bogenschützen? Na Quatsch, hier Bogenschützen und so ein. Und hier allgemein kommen. Ich muss es hier aufrüsten. Sonst werden wir hier einfach nur überrannt. Und das wollen wir verhindern. Gut. Du kommst mal hier auf die Brücke. So, wie sieht's hier aus? Das ist echt mühsam. Aber ich mache hier zwei Armeen. Mache hier auf jeden Fall zwei Armeen. Muss hier natürlich dann die Steuer ein bisschen runter senken und hier noch ein paar ausbilden. Ist ein bisschen viel Kaff da noch. Nehmen wir die mal weg. Ihr könnt da noch mit. So, ihr macht den Norden klar. Und ihr macht diese fest. Verbündete ist es, oh Gott. Egal, ihr geht erstmal dahin. Fortbilden können wir natürlich auch hier. Wir brauchen noch einen Bogenschützen hier. Wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, hier könnten wir noch. Was hatten der alles? Ihr wisst, was das heißt. Spion. Möge das Glück mit dir sein. Kann ich etwas tun? Ja, du kannst mal da runtergehen und weiter scouten. Ich kann nicht weiter. Ja gut, das sind die Bauern, ne? Das sind die Bauern. Keine Grund zur Sorge. Gut, nochmal ein Save Point und dann geht's weiter. Heide, scharfsinnig, nettes Äußeres. Wir können jeden General gebrauchen. Da ist die Steinmauer endlich mal errichtet worden. Das ist sehr gut. Hier wird fleißig weitergebaut. Im Ravena ist der Übungsplatz fertig. Machen wir hier gerade einen Bogenschützen. Und können wir weiter auf den heiligen Hain des Dornar gehen. Wunderbar. So, was machen die? Die scheinen sich aufzuteilen. Und hier ist auch einiges los. Rebellenarmee en masse. Was ist das da jetzt noch? Die Slaven. Und ich überlege mir, ob ich die da oder die Römer angreifen soll. Okay, das ist alles nicht so stark hier. Nee, es sieht auch nicht so stark aus. Es ist sehr schwach. Miserabel. General. Hier. Also die Elitetruppen sind echt hier in dieser Festung drin. Muss mal gucken, wie das anstellen am besten. Aber hier werden wir auf jeden Fall erstmal. Vorwärts! Bereit zum Hinterhalt! Marschieren! Können die in der Stadt Bereit durchgehen, oder zum was? Hinterhalt! Ja, marschieren! Mist, da haben wir uns einen Spielzug verbaut. General, marschieren! Es geht nicht weiter! Ach, die Goten sind unsere Verbündeten. Da müssen wir jetzt besser timen, ne? Befehle! Nicht, dass uns alle da noch die Bude einreißen. Ja, Meister. Beobachte.
beobachte und lausche. Gestorben. Toll. Kann ich etwas können wir hier wenigstens mal Karteninformationen austauschen? Ich rede mit Ihnen. Das wäre mal vom Vorteil. Gut, haben sie gemacht. Haben nur das Gebiet da, okay. Was ist da oben noch alles, sag mal? Krass. Befehle. Hier können wir noch einige Söldner dann rekrutieren. Und hier sind die Römer schon auf dem Weg. Huh. Ja, müssen wir abwarten hier. Okay, die sind wahrscheinlich nicht auf uns fixiert, aber die Römer schon. Wir sind umzingelt. Siedlung belagert, ja, kann uns erstmal egal sein. Die Stadt wächst wunderbar. Wir haben am meisten Gold. Können uns somit einiges erkaufen. Katapultplatz, krass. Ballisten, okay, wir haben aber keine Dings, Trieböcke oder Katapulte oder sonstiges. Das ist leider schade. Gut, was machen wir? Okay, ich ziehe die mal lieber in den Süden zu den Römern hin. Weil die werden da eher alles gerade kaputt rennen. Und dann werde ich hier mal das Gebiet ausfindig machen. Da muss ja noch eins... Ah, nee, da ist ja gar kein Smash-Idiot. Ach Gott, manchmal... Nee, es ist... Ach Gott. Meine Verpeiltheit, das kennt keine Grenzen. So, was haben wir hier Schönes? Bauern. Warten wir, bis die angreifen einfach. Werden wir schon schaukeln irgendwie. Gut, dann würde ich mal sagen, wir greifen... Erstmal machen wir einen Save Point. Immer schön Save Points setzen. Greifen die Festung da an. Machen hier alles, was geht. Wir machen am liebsten das hier. Das ist natürlich 100% immer gut und gehen in die nächste Runde rein. Wie lange hält denn die aus? 6 Runden. Okay, die haben nur Bogenschützen. Ach du Scheiße. Ketzerischer britischer Mönch verschwindet. Pelagius, ein romano-britischer Mönch und Gelehrter, wurde möglicherweise wegen seiner heretischen Lehren ermordet. Sein Fehler war, gegen die Lehren Augustins zu argumentieren und dabei Vorstellungen von Lebensweise und Sünde zu vertreten, die viel mit den heidnischen Ideen der Stoa gemeinsam hatten. Es war ihm außerdem bereits einmal gelungen, der Verurteilung als Ketzer zu entgehen, doch die gemeinsame Autorität von Augustinus von Hieronymus führte zu seiner Exkommunikation auf den Konzil von Karthago. Kurz nach seiner Exkommunikation verschwand Pelagius. Ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Okay. Fortbildung, ganz klar. Fortbildung. So, die drehen wieder um. Toll. General. Was machen wir? Hier noch ein Söldner. Die Römer kommen jetzt vom Norden. Ach Gott, es kommen auch noch Römer von Rom. Ja. Häuptling, vorwärts. Mhm. Ich könnte ja hier mal vorrücken. Befehle? Zerstören! Fürchtet uns! Zerstören! 300 Einheiten dürfte ja kein Problem sein für unsere große Armee. Ja, unmöglich! Und da wäre schon die nächste Festung zum Angreifen. Was wir auch natürlich nutzen werden und sofort hier mal belagern. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert! Gut, gut, gut. Dann, was ist hier drin? Okay. Dann würde ich mal sagen, ich zeige die Schlacht hier. Oder doch die andere. Ja, lieber die andere. Ja. Keine Ahnung. Oder die da. Oh Gott, wir haben so viele Schlachten zu schlagen.
Aber auf jeden Fall eine werde ich die Zone noch zeigen. Ich werde halt einfach alle, aber muss ich halt ein bisschen schneiden, ist ja egal. Ja. Werden wir diese jetzt zeigen, wa? Bis bald. Nicht schwer zu ertragen, aber der Blick der eigenen Frau, wenn man ein Schwächling ist. Da ist mir das Game gerade kurz abgekackt. Das ist immer wieder schön. So, also in der Verteidigung dieser geilen, schönen Burg hier. Wo sind denn meine Bogenschützen? Ein bisschen fail positioniert. Ich würde sagen, die kommen eher hoch hier. Die kommen hier noch runter. Für den Fall der Fälle. Obwohl, ich mach die auch noch runter. Die kommen ja schön hier. Und die safen die so ein bisschen. Ja, die Bogenschützen sind auch nicht so gut positioniert hier. Mein Gott. So. Dann zeig uns mal deine Bauernarmee. Aber der hat ja auch einige Kavallerie und so am Start. Und da habe ich einen vergessen. Mist. Das ist natürlich weniger gut, aber die Kaff kann ja mal... Wie wär's, wenn die Kavallerie einfach mal da hinkommt? Und die da eventuell auch. Oder nee, warte. Ihr kommt eher mal hier hin. Okay, dann gucken wir mal, wie wir uns schlagen hier. Wir haben ja schon ein bisschen weggebombt, das ist ja... Aber der Rambo kommt schon mal nicht weit, das ist schon mal gut. Aber die Bogenschützen werden hier ganz schön auseinandergenommen. Und wie auseinandergenommen, ist abartig. Der Rambock ist weg. Und die Einheit Bauern wird auch bald das Seitige segnen. So. Die kommen hoch. Der feindliche Belagerungsturm hat die Mauern erreicht. Nun müssen wir für unsere Frauen und Kinder kämpfen. Macht mal den Plänkler-Modus aus hier lieber. So, was ist das hier alles? Fernkämpfer. Die können wir doch mit unserer Kaffee überrennen, ne? Spulen wir ein bisschen vor hier. Schön, wie sie alle fallen. So kann es doch immer sein. Da sind sie oben. Wir werden erstmal schön von unseren Armbrustschützen in die Mängel genommen. Und die da werde ich mal angreifen jetzt. Noch so rotzen, die haben schon gehen echt dahin. Bams! Schön! Komm schon, Kaff! Reiß sie nieder! Jawohl, das macht ihr gut! So, da kommen schon die nächsten. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Immer noch schön die Pfeile raushauen hier.
So, wir haben genug auf den da jetzt. Der ist noch ganz voll und das ist das da. Ach, das ist ja. Ja, hopp. Was ist denn jetzt wieder los? Ach Gott, sind die dumm. Darf ich mal fragen, was das wird? Boah, Junge, dauert das lang, bis sie mal reagieren. Ja, diese Bugs in Rome können schon fatal sein. Aber die Bogies gehen auf jeden Fall drauf. Wie sieht's hier aus? Ja, okay, die schweren Einheiten, das sind echt ein bisschen problematisch. Geht hier mal rauf hier. Aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Was kommen die ganzen Bauern? Hammerhart. Ah, oh, die müssen noch verfolgen. Kommt, Jungs. Oder kommen auf die Bauern. Oh, das sind, glaube ich, ein bisschen zu viele. Ja, das sind ein bisschen zu viele. Hier mal an die Mauer. Bisschen näher an die Mauer. Oh, was macht die denn wieder? Egal. Da haben wir schon ein bisschen Feldvorteil jetzt. Obwohl das ja nur Bauern sind, aber es waren gerade echt viele. Mist, da werden wir geflankt. Aber da fliehen sie schon, die ersten. Wunderbar. Und die anderen fliehen auch. Super. Guck mal hier auf die da, die haben noch ein bisschen mehr Truppen. Ah, was machen sie jetzt wieder? So, es wird, glaube ich, Zeit für die andere Kaff mal, ne? Hier sieht's gut aus. Da sind mittlerweile nur noch Bauern da. Da kommt aber schon die nächste Armee. Die da haben noch drei. Oh, da kommt schon die nächste. Mist, Mist, Mist. Ja, hopp, jetzt. Oh, Jungs. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Geh mal da hin, Junge. Das ist schrecklich, ey. Kannst du keinem erzählen? Boah, wie die uns verfolgen, ey. Wie sie wieder nichts machen, Alter. Das ist so unfassbar. Ja, erschöpft sind die nur. Das ist unglaublich, was die hier für eine Leistung bringen, ne? Wird heute eine längere Folge, wie es aussieht, wenn die so rumtrödeln. Können die mal raus? Nee, es ist mir zu gefährlich wegen dem General. Wir können uns doch hier noch ein bisschen aufreiben. Ich muss sagen, ihr geht mal ein bisschen vor.
Oh nein, zurück, 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 zurück. Obwohl, warte mal, wenn wir die da hinlocken. Wenn die mal machen würden. Hopp. Ja, das wird nichts. Die sind einfach zu dumm. Da kann man heute nichts machen, da werden wir leider überrannt. Dummheit, aber Dummheit wird bestraft. Kann man nichts machen. Das ist mir auch ein bisschen zu blöd, hier rauszuziehen, jetzt ganz ehrlich. So, die haben es geschafft. Da kommen schon die nächsten an. Eieiei. Diesmal nehmt sie bitte mit. Ich habe keinen Bock, dass sie wiederkommen. Die kann man, glaube ich, vergessen da. Was macht die Armee da? So, wie sieht's hier oben aus? Gut. Können wir ein bisschen vorspulen hier. So, die ist weg. Wunderbar. Was könnt ihr noch schicken? Der General ist ja noch ganz gut dabei. Die da hinten wahrscheinlich, ne? Oder was kommt da jetzt noch an? Die kommen als nächstes. Oh, die werden ein bisschen stärker werden. Wir kommen mal hier hin. Und zwar alle. Ach, da haben wir noch die Kaff. Cool. Könnte doch den General mal hinzustoßen. Geht natürlich den dümmsten Weg, aber komm. Ganz im Ernst, wer so dumm ist. Aber wenigstens die Kaff ist da vorne und bekommt Verluste. Und die nächsten Bauernarmee kommt ja auch den Turm hoch. Ich hätte gedacht, die Schlacht wird einfacher, ganz im Ernst. Ohne Mauer hätten wir hier verloren. Ganz, also mit den Bugs hier, das ist unfassbar. So, der ist mal weg. Was haben wir denn da noch Schönes? Ah ja, stimmt, die Kaff war ja zu blöd zum Scheißen und ziehen sich jetzt zurück. Okay, wir haben es geschafft. Das war... Naja, okay. Somit war es mit der Folge. Die Bugs waren miserabel, aber naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.